Gut, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze von der Entfernung aus aussieht. Hier. Eigentlich recht nett. Von Spawn-Seite noch. Weil von Spawn-Seite hatten wir eigentlich hier noch gar nichts gesehen. Wie es jetzt aussieht, nachdem ich da ein paar Häuser hingesetzt habe. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 mit dem Savtech Ages Modpack. Ja, nach dem Livestream die erste Folge, also die erste richtige Folge, weil die Häuser hier habe ich ja im Livestream gebaut. Ich bin im Livestream leider nicht so weit gekommen, dass ich, ups, falsche Taste, nichts passiert, dass ich den Spawn hätte bauen können, weil ich dann irgendwann auch eben andere Spiele gespielt habe und ich habe natürlich hier auch dieses Gebäude noch gar nicht angefangen, beziehungsweise überhaupt mal ja, geplant, was ich hier hinbauen möchte. Werde ich irgendwann wahrscheinlich neben den Folgen machen, aber hier eben unsere zwei Häuser sind fertig und hier der Gasthof auch. Und ja, viel mehr hat sich jetzt hier auch noch nicht getan, zumindest nicht offensichtlich, weil nur im Tech-Tree ist noch ein bisschen was vorangegangen. Mavia war sehr fleißig und hat da uns in den Ages ein bisschen vorangebracht, zumindest bis zu dem hier, Link to the Stars. Das ist das nächste, was wir brauchen, damit wir im Age auf Level 2 kommen. Das werdet ihr voraussichtlich am Mittwoch dann in der Folge sehen. Beziehungsweise ist so der Plan. Ich gönne mir hier mal einen Apfel, wenn ich einen krieg. Ja, ne, ich habe keinen Platz im Inventar. Gut, dann mache ich mal kurz leer. So, Platz im Inventar haben wir gemacht. Dann können wir uns jetzt um was kümmern wir uns denn? Einen Apfel wollte ich snacken. Wir könnten mal wirklich. Wird wieder eine kleine Baufolge, glaube ich. Wir fangen mal an, hier dieses Häuschen zu bauen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie das aussehen wird. Aber schauen wir mal. Kein Damage gekriegt. Richtig like a Pro. Hey. So langsam habe ich das raus mit Springen. So. Ich weiß noch nicht, was ich hier baue. Soll irgendwie so ein Turm werden oder sowas ähnliches. Cobblestone haben wir auch noch. Vielleicht machen wir das einfach so. Und dann hier eben das Holz drauf. Schon rum. Vielleicht wird es sowas wie ein kleines Hexenhaus. So, hier müssen wir wieder ein Cobblestone drunter setzen, sonst sieht es ein bisschen unrealistisch aus und wir haben keine mehr. Wie doof gelaufen. Oakwoods. Fences. Ich habe mir überlegt, ob ich hier oben noch ein bisschen rausgehe. Ah ne, das ist ungeschickt. Müssen wir noch eins höher und dann erst rausgehen. Irgendwo ist ein Enderman. Ich gehe mir einfach mit der Leiter hoch. Würde aber erst auf dieser Höhe der Boden kommen. Dafür holen wir uns jetzt mal kurz. Oh gut. Zurück haben wir schon einen Block Vorsprung geschaffen mit Stone Cobblestone Stairs.
und hier mal die erste Etage angelegt. Und jetzt geht's eben weiter mit Dark Oak Wood. Davon musste ich auch noch ein paar besorgen. Und da muss ich gerade mal überlegen, wie wir das machen. Vielleicht auch so. Ja, da ist zu wenig Platz, denke ich. Wie schaut es denn aus, wenn wir bei den drei bleiben? Diese glaube ich hier. Und da. So sieht, glaube ich, am Ende besser aus. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was für eine Verwendung der Turm hier haben oder bekommen soll. Ich habe nur Lust, einfach mal loszubauen. Ich mache mir hier nochmal ein Crafting Table. Ups. Moment, vielleicht kann ich noch was in den Rucksack packen. Das hier nehme ich. Und dass wir die Mitte auch gut finden, machen wir hier einfach mal ein Crafting Table rein. Pflanzen so einen Digi-Torch drauf. So einen Totem-Torch. So, weil wir müssen auch noch... Die machen wir mal weg. Davon müssen wir noch ein paar machen. Nee, warte. Wie kriegen wir die Clay Walls nochmal? Ah, mit 4. Und Clay. Clay? Hä? Ah, jetzt. Hat ein bisschen gebackt. Weg damit. Platz im Inventar brauchen wir immer. So. Machen wir mal noch ein paar halbe. Ja. Wir verbraten dafür ziemlich viel Holz, ich weiß. Aber das ist einfach auch notwendig. Wenn es schön aussehen soll. So, jetzt haben wir eine gute Menge. Und dann kann ich mich hier mal ans Design machen. Ich denke, ich halte mich da so ein bisschen an das drüben. Sieht gut aus. Nein. Kann natürlich nicht. Da soll ein Fenster reinkommen. Und ich bin immer noch begeistert von der Fensterversion mit den Trapdoors. Deshalb benutze ich die auch weiter hier. Lass mich mal überlegen. Da ist hier, glaube ich, aber nichts. Ich denke, das sieht okay aus. Wir gehen einfach mal kurz checken. Ja, das ist okay. Also, wir haben hier unten so und so gebaut, oder? Ja. Nach außen. Und wir werden viel zu wenig davon haben. Nee, das reicht sogar. Falsch.
dum, dum. Dum, dum, dum. So, es wird auf jeden Fall so sein, dass wir in der nächsten Folge dann ins nächste Edge voranschreiten werden. Da werden mit Sicherheit Mavia dabei sein und ich denke auch wieder Mephisto. Der ist gerade ein bisschen gekränkelt oder kränkelt gerade ein bisschen. Dafür reichen uns die Clay-Dinger nicht. Aber ich denke, wir kriegen noch mal ein paar hin. Ja, fail. So schaut's besser aus. Wir müssen hier die doppelten Wände machen. Und sieht es mit dem Cobblestone im Eck hässlich aus. So. Und dann werde ich hier, glaube ich, schon ein Dach drauf pappen. Soll ja bloß so ein kleines Häuschen werden. Ja, Skelett. Sei ruhig. Ja. Sieht gar nicht mal so übel aus. Vielleicht sollte ich aber da das so von den Darkwood Stairs nehmen oder so. Ne, ich lasse das mal so. Ich lasse das mal. Das hier. Erstmal den Crafting Table suchen. Moment. Muss mir immer überlegen, wie das Rezept ging. So. Noch mal welche. Wie viel denn? Nicht so viele. 8 Stück. Gibt ja 3 Stück raus. Können wir hier auch noch. Ne, haben wir ja schon. So ein Teil für ein Pferdchen. So einen kleinen Akzent schaffen. So, ja. Dass nicht einfach alles immer gleich aussieht. Und dass wir hier auch noch ein bisschen andere Strukturen drin haben. Der Rosenbusch muss leider weichen. Der Bug scheint weg zu sein irgendwie. Dass wir das Slabs rauskriegen anstatt Stairs. Hat was. Dann Dach. Machen wir gerade mal auch noch eine Leiter hin. Nicht runterfallen.
Das Dach wird natürlich seine Schwierigkeit haben. Weil da muss ich gucken, dass ich irgendwie eine Rundung reinbringe, aber die auch ordentlich aussieht. Und ich weiß noch nicht, ob ich den Bogen sogar so hinkriege wie da drüben. Das müssen wir ausprobieren. Und wahrscheinlich habe ich schon wieder kein Oakwood mehr. Nein. Oder zu wenig auf jeden Fall. Ja, wir haben nur noch 16. Da habe ich auch nichts mehr drin. Wir verballern viel zu viel Oakwood. Also wir haben zu wenig. Hallo? Das wollte ich aber nicht so haben. Axt. Nee, was ist denn jetzt los? So, wir sind wieder da. Ich hatte irgendwie einen komischen Disconnect. Es hieß mal kurz, Authentifikationsserver ist down. Aber ich konnte zum Glück gleich wieder drauf. Müssen wir nur aufpassen, nicht gleich wieder runterfallen. So, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Nö, ging sogar gut. Muss gucken, dass ich die richtige Entfernung habe. So. Ich wollte sowieso den Block holen. Bin mal gespannt, ob ich wirklich sogar die Rundung von dem Dach hinkriege. Das wäre nice. Okay, jetzt passt's wieder. Wir brauchen unbedingt mehr Ressourcen. Dafür wäre eine Automatisierung recht nice. Also wenn ihr davon eine Ahnung habt, wie wir hier zum Beispiel schon eine Baumfarm automatisieren könnten, dann schreibt es mal in die Kommentare. Würde mir sehr weiterhelfen. So, weiter komme ich leider im Moment nicht. Aufgrund fehlender Ressourcen. Mal mit, weil Dark Oak müssen wir jetzt hier nicht verschwenden. So viel haben wir davon auch nicht. Hier. Und da. Und da. Dann können wir hier nämlich schon den nächsten Cobblestone setzen. Dann fällt uns das nachher alles einfacher hier zu bauen. Ups. Okay. Und dann mache ich nochmal einen kurzen Cut und hol Oakwood. So. Das Dach ist fertig. Ich habe es mal eben fertig gebaut, weil ich ordentlich an Oakwood noch farmen musste. Ich habe gar nicht gedacht, dass es so viel ist. Aber das Dach ist fertig. Und zwar habe ich wirklich dieses Design von den anderen Häusern hier durchgezogen. So, dass es hier wirklich schick aussieht. Und jetzt wollte ich gerade mal hier noch
Achso, ne, brauchen wir gar nicht. Ich dachte, ich müsste hier nochmal durchziehen, aber muss ich gar nicht. Wir sind eigentlich schon hoch genug. Habe ich da eigentlich noch irgendwo einen Dirtblock? Nee. Habe ich alles schön sauber hinterlassen. Dann können wir hier... Ah, da liegt noch was. Dann können wir hier nochmal gucken. Hier, Birchwood Slabs. Ihr habt es ja im Livestream mitgekriegt. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, auf Twitch ist er noch. Haben wir noch was? Ja, hier, Totem Torch. Dann können wir nehmen. Also Birchwood Slabs brauchen wir noch. Und einen Boden sollten wir ja auch vielleicht auch noch reinziehen. Birchwood Slabs. Sollten wir vielleicht sogar noch welche haben. Nee, aber wir haben Birchwood. Das ist ja schon mal was. Kein Platz. Das hier können wir weghauen. Dumm, dumm, dumm. Dann machen wir das so. Hier rein. Gut. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze von der Entfernung aus aussieht. Hier. Eigentlich recht nett. Von Spawn-Seite noch. Weil von Spawn-Seite hatten wir eigentlich hier noch gar nichts gesehen. Wie es jetzt aussieht, nachdem ich da ein paar Häuser hingesetzt habe. Und ich finde, das ist ein cooler Blick. Das Dach ist relativ rund geworden. Was hier halt in Minecraft so möglich ist. Ich falle hier dick. Renne die ganze Zeit rückwärts die... Aua! Ach, der Kaktus. Oh, also Decke noch einziehen. Und dann Decke und Fußboden. Wieder die Hälfte vergessen in der kurzen Zeit. Nein. Hallo. Rückwärts die Leiter runter. So, Decke eingezogen. Sieht sehr schick aus. Fußboden machen wir aus. Oh gut. Bum, bum, bum. Hoffentlich haben wir davon genügend. Ich vermute mal nicht. Gut, da oben hängt auch noch einer rum. Aber das ist ja nicht so schlimm, das können wir einfach in der nächsten Folge machen noch. Oder irgendwann nachholen. Wichtig war mir, dass das Haus jetzt mal hier noch steht. Weil Häuser haben wir hier viel zu wenig. Irgendwann werde ich da auch noch Betten und Inventar reinstellen. Da muss man auch nicht immer hier zum Zelt oder zu dem einen Bett hinlaufen. Dann hat man mehr Optionen. So, das soll es aber gewesen sein von der heutigen Folge Minecraft City. Mit dem Ceftech Aegis Modpack. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zur nächsten Folge mit Mavio und Mephisto 2051. Ciao.